Moin Brüder, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Spacehulk Deathwing. So, letzte Mission haben wir geschafft, einen Flammenwerfer haben wir gekriegt, einen schweren. Mal gucken, ob das Skriptor nehmen kann. Ein Skriptor mit Flammenwerfer, geil. Grandmaster, we have the opportunity to find out more about the location of the Dark Angel's ship. Affirmative, Brother Epistolary. Place an Auger Primus at the attached coordinates. Place the data transmitter. Scheiße. It will send information about nearby defense and energy systems to Grandmaster Balliol, so that he can triangulate the location of the ancient ship. Ich dachte, wir wären hier durch. Pustekuchen, wir müssen hier wieder zurück in diesen Raum. Ach, du kriegst die Motten. Platziere den Primus Augur. Den habe ich noch gar nicht. Oh! Boah, diese dicken Großen. Einfach mal sterben da hinten. Ich liebe das Geratter. Ne, hier liegt nichts. Hätte sein können. Oh. Boah. Hier, heil dich mal selber, Onkel Doc. Habe ich mich geheilt? Nein! Du sollst dich heilen! Cool, was gibt's denn hier? Ein kleines Relikt gefunden, endlich! Cool, eine Ritterrüstung oder so. Das war jetzt Glück. Man muss echt auf die Wände achten, die es so gibt. Ah. Krass. Ach, sind wir wieder hier. Warte mal, bin ich jetzt falsch gegangen? Das geht auch. Gehen wir wieder hier zurück. Durchs Observatorium. Diesmal rechts statt links. Und ich dachte, wir haben die Mission gepackt, ey. Das Level ist doch größer als erwartet. So, wir haben noch ein Heilpaket. Danach müssen wir uns nochmal zum Schiff das Ziebtor öffnen. Wenigstens haben wir ein Relikt gefunden. Und wir machen das zu. Ah, da ist er schon wieder. Gar nicht drum lang fackeln, einfach reinballern da. Weg, 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 weg. Nochmal ein Blitz hinterher. Nachladen. Und raus damit. Ich habe so viel Munition. Einfach raus. Wir sind falsch gegangen, kann das sein? Wir müssen jetzt links. Die nächste links. Und da hinten ist schon was explodiert. Wenn wir hier reingehen, müssen wir nicht nochmal raus. Nicht von der Richtung. Mach da mal zu. Und schließen bitte. So, jetzt gehen wir hier runter. Da unten müssen wir was hinlegen. Aber da sind doch schon wieder so ein paar Jeans-Dealer, Kundenträger. My Bolter, my Hage. Space Marine.
Ich mag das Spiel. Also, ich habe auch noch nie gelesen, dass ein Skriptor so eine Waffe mit sich trägt. Das ist einfach nur geil. Das ist total nicht Lore, glaube ich, aber ist mir egal. Oh, jetzt können wir was hauen. Daten werden gesendet. Berechnung läuft. Warte mal ganz kurz. Da hacken wir mal. Diese Raketenwerfer von hinten, ich hasse sie. Berechnung läuft immer noch. Ich muss mal kurz nachladen. Mich hat sie voll erwischt. Ja, wir haben halt keine Distanzwaffen. Da kommen ja noch mehr. Rechnung läuft immer noch. Oh, jetzt Mission erfüllt. Okay, neue Karteninformation. Ach du jemine. Das ist alle mit der... Alter, das ist ja cool. Der hat eine Sonnenbrille auf. Die Riesenviecher mag ich jetzt schon. Extraktionspunkt. Wo ist er? Ah, scheiße. Da, wo ich meinte, brauchen wir nie wieder hin. Gehe ich hier richtig? Warte mal ganz kurz. Ich habe den noch nicht zerstört. Puh. Mal gucken, ob wir es ohne Reparatur schaffen. Wir müssen... Ah, ich renne mal hier hoch. Also, sobald einer nochmal schwer verwundet wird, hauen wir ab. Durch das C-Tor. Ah, scheiße. Alter, das ist fies. Ich dachte, da geht es nicht lang. Und dann kommen auf einmal welche. Auf da! Bin ich richtig? Das sieht gut aus. Sesam, öffne dich! Scheiße, jetzt komme ich hier irgendwie woanders hin. Warte mal. Aber sieht gut aus. Ich glaube, hier waren wir und die waren verschlossen oder so. Kann das sein? Hier brennt noch alles. Oh, hier ist sogar Licht reingekommen. Schau an. Ob die noch sauer sind auf uns? So, jetzt müssen wir einmal da durch und dann geradezu. Schnell! Nachladen. Dahinter ist auch schon wieder was Großes, ich hör's doch.
Ah, das war wahrscheinlich das Schloss. Dieses Feuer reinigt auch alles. Da müssen wir lang. Einfach leer schießen. Irgendwas trifft man schon. Und weiter, Soldaten. Der Bolter ist unser Freund. Ach, ich mag das Spiel. So, wir müssen nochmal nachladen. Alle sind noch okay. Wir brauchen das Ziebtor nicht. Eigentlich bräuchte man diesen Extraktionspunkt gar nicht, aber egal. Da. Raketenwerfer Johnny. Müssen wir lang? Mission erfüllt. Gib uns raus, Scotty. Jetzt haben wir die Mission. Oh. Gefundene Relikte. Armselig. Na, ist halt so. Ansonsten sind Mittelfeld. Ziehtor verwendet. Aber wir kriegen 3 Eiferpunkte. Die waren schon gut. Und neue Ausrüstung. Was war das denn, Katze? Hm? Alles okay? Alles okay, kleiner Gnom? Hm? Dann ist gut. So, Energieklaue haben wir bekommen. Das ist auch nice. Aber ich weiß nicht, ob das schneller ist vom Schlag wie so ein Ziehschwert. Neue Ausrüstung am Brückenkopf. Ich kenne eine Seite, die heißt Brückenkopf Online. Die ist ganz gut. Ah, so. Was haben wir hier gehabt? Deine Verbündeten können nun Plasmakanone effektiv einsetzen. Haben sie noch gar nicht, aber ist egal. Lass dich hier vor Feinden angriffen. 10% für meine Rüstung. Das nehmen wir doch mal. Und Befehl. Ja, gut. Plasmakanone sei geschissen. Aber das für die Verbündete wäre gar nicht schlecht. Oder Teleport kann sich an einer anderen Atomi. Warte mal, was denn? Skriptor teleportiert sich an den Standort eines Feindes und atomisiert ihn. Oh, auch nicht schlecht. Gerade mal für große Feinde vielleicht, so ein One-Kill. Wir müssen mal gucken, dass wir halt alles so... Die nächsten 2 Punkte kommen hier rein oder die nächsten 3 da. Was haben wir hier? Hacken. Nach Hacken ist nicht so wichtig. Fortfahren. To counter our operation, Gene-Stealer human hybrids attempted to propel a part of the Space Hulk into a gravity well. After a difficult battle, we defeated them. And we destroyed many nests that were supplying the enemy with constant reinforcements. As the aliens fell before our assaults, we gathered more precise information about the location of the ancient ship from Lost Caliban. We drew much ire from the Xenos, but matched it with our... Na, gehen wir mal weiter. Einsatzbesprechung. We are picking up a faint Dark Angel's beacon signal from a point where no warrior from the chapter should be. It seems to originate from the cluster of ships we believe may contain an ancient Dark Angel's vessel. You must secure the site and investigate the beacon's origin. Proceed with caution, brother. The secrets of the past pursue us. Mhm. Und wieder 5 Relikte. Meine Fresse. Danke, Großmeister. Du musst mal deine Verbindung besser verbessern. Das sieht da schlecht aus, dass da stört irgendwas. Also, naja. So, jetzt haben wir natürlich einen Flamer. Ich weiß noch nicht, ob ich den... Also eine... Oh, wir können ihn auch benutzen. Huhuhu. Oder Energie klauen. Ah, da sind wir nur nahkampfmäßig unterwegs. Da sind wir halt die Schnitzelmeister, aber haben nichts für den Fernkampf.
Wobei den Einheiten, die kommen. Oh. Feuer, Explosion, Flammenwerfer, Panzerbrechend. Ja, Genauigkeit ist mehr als bei der Sturmkanone und ist zuverlässiger. Hm. Wir machen es einfach mal. Ein Skriptor mit einem Flammenwerfer. Das ist edel. Einfach edel. Oh, wir müssen häufig nachladen bei 100 Schuss. So, ja, für euch müssen wir noch mehr Sachen finden. Ein dritter Bruder oder vierter Bruder wäre noch cool. Auf zur nächsten Mission! That signal is far beyond the advance of our Vanguard squads. Whose signal is it? Mhm. Mal kurz was trinken. Alter, das ist riesig. Holla, die Waldfee. Das ist ja größer als das Level gerade eben, oder? Krass. Ah, wie ein imperialer Gabelstapler. Haben nur diese eine Tür. Liegt da was? Nee. Wieder einfach ein paar Leichen des Mechanikus. Engine. Imperialer Aquarila? Ach, keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ihr wisst schon, was das ist. Dieser Adler mit zwei Köpfen. Oh, das sieht nach Gas aus. Eieiei, nicht schießen, Soldaten. Hier möchte ich nicht lange verweilen. Lange Gas ist. Und ich habe einen Flammenwerfer. Und die Kollegen haben ja natürlich auch. Die Bolter sind ja so kleine Raketen, ne? Quasi. Und nicht, dass es auch noch entzündet. Aber hier geht's schon wieder raus. Alter, geil. Ein Energiefeld? Oder was ist das? Krasse Scheiße. Feinde. Mal gucken. Oh! Aber die leben das, überleben das ein bisschen. Ach, ich liebe den Flammenwerfer. Aber die halten doch mehr aus, als ich dachte. Nee, der Flammenwerfer gefällt mir doch nicht so gut. Er sieht einfach geil aus. Er sieht wirklich geil aus, aber sie könnten Ladehemmung. Ey, so hell. Ich sehe gar nicht die Feinde. Boah, ist das hell. Ich spiele hier im Dunkeln. Ich bin ein Kellerkind. Ich erblinde. Wow. Ups, ich habe meinen Kumpel angebrannt. Lade mal nach da. Boah, lass uns mal schnell weiter. Die zerlegen uns, die zerhackstückeln uns. Mach den Laden dazu. Alter, ihr heil mal bitte den Typ mit der schweren Waffe. So, ich muss mich ganz kurz orientieren. Wir müssen eigentlich hier durch die Reach Chamber, dann die Factory und dann dahin. Okay.
gucke gleich in 2 Minuten wieder drauf. Die machen wir einfach gleich zu. Jetzt kann ich von hinten angegriffen werden. Und durch die andere Richtung gehen wir raus. Ja, mal gucken, was, ob vielleicht was kommt. Ja, der läuft weiter, ne? Oh, Raketen-Johnny. Brennen, Raketen-Johnny. Kann ich mir nachladen. Boah, lass uns weiter. Das ist hier echt nicht sicher. Ich werde mal ganz kurz, bin ich richtig? Ja, wir müssen da weiter. Ja, komm, steck dir eine Warnung sonst hin. Wir müssen weiter. Oh, wir müssen doch nicht weiter. Open the door! Kommt rein! Close the door! We are the angels of death. Du sagst es, Bruder, wir sind die Engel des Todes. Ich komme quasi aus der Hölle mit dem Flammenwerfer. Oh, der Zug noch. Ah, das Ding ist nicht so geil. Die treffen mich, ich komme mit den Flammen nicht ran. Ich will gerade noch gucken, was hier ist. Aber hier ist einfach nur Deko. Okay. Doc, ich brauche mal Heilung. Schon cool aus, muss ich sagen. Ah, lade. Oh. Ja, warte mal, ich habe die Ausfahrt verpasst. Ah, wir sind falsch rum. Folgt mir. Operation finished. Alter, der Scheißwichser. Oh. Wir haben ein Relikt. Warte mal ganz kurz. Ja, wir müssen da durch und dann gleich links. Kommt hier. Ah, scheiße, ich hab sie kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Kommt hier. Kannst du mich nochmal heilen? Danke. Also, der Doc ist hier echt wichtig. Bei Space Hulk Tactics habe ich den weniger verwendet. Der war nur in Kombination mit dem Nahkämpfer gut. Aber hier ist er echt so wichtig. Geh kaputt, Mann. Nein! Please open the door! Schnell rein da! Bleib hier drin! Nein, bleib doch drin! Kommt hier rein! So! Schnell zumachen, bevor du wieder rausrennst. Und Tür zu. So. Jetzt müssen wir hier einmal links und dann einmal rechts. Oh, geht mal jemand ans Telefon? Das Ding nervt. Dieses Geblink. Oh. Es brennt alles, ich sehe nichts. Wo sind denn die Feinde? Kommt ihr, wenn ich den ganzen Tag Zeit? Oh, der hat mich schwer verwundet.
Eieieiei. Sind alle schwer verwundet? Ladehemmung. Oh, diese Waffe macht mich. Er ist ja immer noch verwundet. Könnt ihr bitte mal hier den Kollegen heilen? Operation finished. Oh. Armor signal identifies the remains as Brother Magon, a dark angel from the earliest days of the Imperium. Along with many brothers, he was lost with the ship Caliban's Will. Caliban's Will? Must be the vessel we have found. It was one of the cruisers sent back to Caliban with Luther during the Age of Heresy, 10,000 years ago. This confirms our suspicions. We must discover the fate of Caliban's Will. And that of its crew. Brother Epistolary, use your powers to learn what you can of Magon. Ich kann nicht hüpfen. Aber der hat so komische Köpfe dran. Das sieht nicht nach Space Marine-like aus. Die sehen ja auch fancy aus, die Typen hier. Krass. Gehört ihr zum Chaos? Scan? Wenn ihr es wisst, wer der Typ bekannt ist, und ich kenne ihn jetzt einfach nicht, sagt mir mal, schreibt bitte in den Kommentaren. Wieso kann ich den nicht scannen? Achso. Na, das sieht schon nach Chaos aus. Das riecht nach Chaos. Blut dem Blutgott. Style. Oh, Bücher. Relikte. Das ist aber das Ordenszeichen der Dark Angels. Erste Legion. Verstorben. Somewhere aboard the Caliban's Will. And within. An artifact. It is this prize that brought us here. Connected to the omens of future disaster. Shade of the Lion. If the visions of the Librarium are true, the chapter faces catastrophe, perhaps extinction. Suspend all current operations. The new priority is to secure the Caliban's Will and to secure this artifact. Okay. Verständlich. Tja, ich glaube aber unser... The psychic backwash of my mental scan has awakened a dormant gene stealer swarm. They are gathering for an attack. Exterminate them before they assemble sufficient strength. Scheiße. Oi, oi, oi. Aber davor werde ich noch den Flammenwerfer los. Stay without mercy. Das ist eine imperiale Taschenlampe hier, der Typ. Oh, sieht das auch nice aus hier. Oh, und das sieht echt scheiße aus. Sofort scannen. Zerstören. Und weiter. Oder müssen wir da lang? Warte mal ganz kurz. Das ist eine Geheimkammer. Ich rieche es. Ein kleines Relikt gefunden. Ja, diesmal läuft es mit den Relikten. Man muss ein bisschen mit der Karte gucken. So kleine Kammern, wo Boris Becker sich früher mal versteckt hätte. Da unten rechts. Ja, ich bin alt. Ich kenne auch Boris Becker. Brennt ihr, Scharlatane. Ich sehe gar nichts. Den Raketenwerfer Johnny habe ich am Leben gelassen.
brennt's. Wir müssen geradeaus weiter. Dann. Da oben, ja. Ladehemmung. Oh, ich hasse diese Waffe. Kommt da raus. Also die Tür kann ich zumachen. Dann kann ich den nicht flambieren. So, wir müssen einmal da durch. So, jetzt reicht's mir. Wir nutzen jetzt das erste Mal Psi-Tor. Aktivieren. Au, Entschuldigung, das war das Mikro. Ich wollte nur einen Schluck trinken. So, wir sind geheilt. Puh. Ich hätte gerne eine Alternative, irgendwas zwischen der Sturmkanone und den Sturmbolter. Irgendwas Geileres. Der hat weniger... Ist der genauer? Nee, der ist genauer. Macht der Schaden? Was ist der Unterschied zwischen den Sturmbolter und... Sturmbeute MK2. Feuergeschwindigkeit ist höher. Ah, haut mich jetzt nicht um. Und dann machen wir diese Kombi wieder. Spielen wir Rasenmäher-Skriptor. So. Und weiter geht's. Müssen wir jetzt einmal hier quer rüber, ne? Hey, es sind heilige Hallen. Ich wollte schon sagen, ballert nicht so rum, aber ich mach's ja nicht anders. Ladehemmung! Blitz zinkt sich! Danke. Also echt, das Level-Design ist cool. Das ist richtig cool. Macht es eher Sinn, von der Seite zu kommen? Nö, komm. Lesam, öffne dich. Und, Blätter. Sesam, schließe dich. Weiter geht's, Brüder. Oh, Informationsbildschirm. Oh, von der Inquisition, ne? Logbuch Norns Geist. Warpsprung autorisiert. Rückkehr eingeleitet. Geheim, geheim, geheim. Rohstoff, Energiebedarf, bla bla bla. Warte mal. Rückkehr nach Terra zur Lief... einleiten. Wir haben 4 Einheiten befüllt. Der verfügbare Restlagerplatz muss auf der Rückseite gefüllt werden. 5 weitere Suchaktionen durch, um den Lagerplatz zu füllen. Führt trotzdem eine Überprüfung der Psi-Schlösser der Tanks sowie des internen Verteidigungssystems durch. Befüllt die letzten Tanks
Das auf dem letzten Planeten geborgene Material scheint nahezu keine Korrumpierung aufzuweisen. Gut, um es bis zum Erreichen des Ziels einzulagern. Okay. Qualitätskontrolle des Materials durchführen. Materialkontrolle durchgeführt. 99% Reinkraft. Reinheit. Störung im Kraftwerk festgestellt. Störung im Kraftwerk festgestellt. Kraftwerk instabil. Kraftwerk instabil. Kraftwerk instabil. Drücke E. Schließe. Okay. Ein bisschen Text gelesen. Noch ein Bildschirm. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Scheiße. Der hat's auf mich abgesehen. Zurück, zurück, zurück. Ach, da kann ich nicht hacken, oder was? Ah, der ist schon zerstört. Scanne. Ich bin euch in Reichweite. So, halt mich mal ein bisschen. Ich scanne ja schon mal schnell. Oh, nicht in Reichweite, ihr müsst noch ein Feld weiter. So, scannen. Ah, ich kann es nur zerstören. Weiter, weiter, weiter. Kann ich den anderen scannen? Zerstören. Oh! Kann ich jetzt nochmal scannen oder ist er schon tot? Okay. Glück gehabt. Nachladen. Alter Schwede. Wie kommen wir da hin, ey? Kommen wir da hin? Ne? Geh doch mal weg hier. Scheiße, ey. Bitte mal nachladen.
Wie kriege ich dieses Scheißding auf? Mission erfüllt? Ach so. Ich dachte, ich sollte alles zerstören. Oh, Erlösung, doch, okay. Dieser Stormbolter verwendet modifizierte Sprengmunition. Der Bolt explodiert nach Verlassen des Laufs in einer Wolke glühender Kugeln. Also Schrotflinte oder was? Diese Kugeln können von einigen Hindernissen abprallen. Erlösungsgeschosse eignen sich am besten zum Einsatz gegen mehrere leicht gepanzerte Ziele. Es handelt sich um eine zuverlässige Waffe. Ja, sollte ja für Jean-Stealer und halt die Kultisten reichen. So, ich glaube aber nicht, dass wir mit der Mission komplett zu Ende sind. Wir machen mal weiter. So. Another swarm is coming. Block the access bulkheads to hamper its progress. Ja. Jetzt haben wir natürlich viel zu tun. Achso, diese 4. 6. Okay. Puh, laufen wir mal. Und doch, ich könnte auch mal Heilung gebrauchen. Oh. Das ist ein Brutlord. Das sind andere Tyranniden. Das sind mit Sensenkrallen. Das sind die können sich tarnen. Geil. Sie lauern in Schatten, ja. Die lauern überall, die Schweine. Wir müssen einmal hier durch das Gebiet, okay. Achso, Doc heil dich nochmal selber. Da ist einer. Ja, man sieht sie doch ein bisschen. Wie so ein Predator, so leicht schemenhaft. Ich muss ganz kurz auf der Karte gucken. Wir müssen nämlich jetzt nach... Scheiße, rechts eigentlich. Warte mal ganz kurz. Die Treppe ist eingestürzt. Ach toll, wo ist... Oh, nur noch die. Ich hab was zum Scannen. Dann hacken wir nochmal kurz. Vielleicht steckt da ja was hinter. Oder auch nicht. Ja, klar. Raketenwerfer Johnny. Schön aufpassen, Jungs. Versucht nochmal was zu hacken. Da ist wirklich nichts. Zerstören. So, jetzt können wir nämlich... Ah, hier so zurückgehen und dann... Na gut. Weiß nicht, ob das jetzt der klügste Weg war. Störsignale. Krass. Oh! Die sind auch größer als die anderen. Laufen wir jetzt richtig rum? Ah, die sind echt fies. Ah, wir müssen einmal auf die andere Seite. Natürlich ist das keine Abkürzung. Ist ja hardcore. Hier kriegt es aber irgendwelche Wände, die komischerweise nicht aufgezeichnet sind. Geh kaputt, ey. Oh, der muss sofort geheilt werden. Ah, oh, Volltreffer. Sieht aus wie Lektoren. So ein bisschen. Waren ja auch eine Tyranniteneinheit, die so ein bisschen
ja. Die geheim, die getarnt war auf jeden Fall. Wir kommen ja echt nicht weiter, ne? Scheiß den Dreck. Die Liktoren machen uns echt das Leben zur Hölle. Können wir die Tür hinter uns verschließen? Nein. Wir müssen rechts weiter. Zwei Ziehtore haben wir noch. Sind wir da? Ah, jedes Mal, wenn die Karte Minimap so ein bisschen vibriert oder so, dann kommen die. Ist noch so weit weg, ey. Oder wir können gleich zu denen hochlaufen und dann da so wieder runter. Ich glaube, das macht eher Sinn. Also geradezu. Da, von dort auf dem Rückweg können wir nämlich die ganzen Türen schließen. Ist doch richtig, oder? Genau. Eine Ausdauer versagt. Ziel voraus. Ja, die Scanner der Space Marines sind gar nicht verkehrt. Die laufen ganz gut. Ah, ey. Jetzt kommt mal hier durch. Wir machen mal zu. Ah, scheißen Dreck. Mach dieses Tür zu da, da kommen. Operation finished. Krass, ey, wie viel Heilung man jetzt auf einmal braucht. Action complete. Ist das eine Dusche? Die sind hier. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Über uns sind sie bestimmt. Diese Alien-Ärsche. Kann man das kaputt machen? Nee. Weiter, wir sind gleich da. Bei den ersten zwei Toren. Wir haben noch so ein... Ich hacke mal ganz kurz. Vielleicht können wir die von dem Ding da oben gleich direkt zerstören. Oder auch nicht. Danke. Danke, dass ihr mir Deckung gibt für uns. So, jetzt bitte beschützen, ja? Ich kann nicht mehr hacken. Toll. Weil die mich da rausgeschmissen haben, ist das Hacken jetzt im Müll. Zack. Alter, geh doch mal sterben, Junge. Gut, heil mich wieder. So. Schnell zerstören da. Mission success will greatly impede the swarm's ability to gather. So, viel Heilung haben wir nicht mehr.
Ich würde sagen, ab zum nächsten Sektor. Und dann... Warte mal ganz kurz. Gehe ich richtig? Gehe ich falsch? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen eigentlich hier durch. Ach, scheiße. Schnell, schnell, schnell. Los. Und die Tür jetzt zu. Weiter. Kurz auf die Karte gucken. Jetzt gehen wir hier gerade runter. Oh, hier sind wir schon durchgebrochen. Wir oder die? Hier geht's richtig lang, ne? Genau. Scheiße. Okay, hier weiter, 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 weiter. Muss ich da nochmal lang? Nö, ne? Wohl, die Tür ist schon zu. Nehmen die andere, dann kommt von hier keiner mehr. Und dann würde ich sagen, wenn die Tür zu ist, gehen wir erstmal durchs Ziehtor. Kommt hier mal, danke. So. Egal was hier ist, ich würde sagen, Psi-Tor. Energie, Scotty, beam uns raus. Oh, warte mal, hier sind ja... Na gut. Wir wurden geheilt. Wir nehmen jetzt mal die Erlösung. Und dazu hätte ich gerne wieder meine Energiefaust. Nö. Kann ich nicht. Ach, dann kriege ich nur Energiefaust. Das ist schade. Machen wir es trotzdem. Der hat aber weniger Schaden als die anderen. Der Schaden ist gleich. Feuerrate ist geringer. Hm. Wir testen es mal. Magazingröße 20, 60. Mal gucken, was es ist. Schieß mal. Gucken wir mal, wie das im Kampf ist. Kriegen wir die Dinger hier kaputt? Nee, ne? Ah, ich muss mal scannen. Dann zerstören. Scannen. Zerstören. Ah, hier ist er. Haben irgendwie mehr Wumms, kann das sein? Die Waffe. Aber ganz kurz. Oh, der war zu nah. Da sind sie. Cool, was ist das? Stop
Mission success will allow krass. Other Deathwing squads to respond. Ihr müsst schon ein bisschen auf euch aufpassen, Jungs. Bleibt mir ja gesund. Oh, Ding mag ich auch. Das ist nicht schlecht. So. Genau, da können wir durchgehen. Kommen wir da auch wieder weg. Ich weiß nicht, wo der Extraktionspunkt ist. Vielleicht wieder hier am Anfang. Ich mache hier die Tür zu. Relikt. Cool. Ein Schwert. Ein Reliktschwert gefunden oder so. They are overwhelming us. Wo bist du? Oh, die hört sich auch gut an. Stirb, Mann. Schnell weiter hier. Hab ich gerade noch einen Zufall gesehen. Nachladen geht auch schneller. Kommt er? Schnell durch, Brüder. Sesam, schließe dich. Ja, sie überwältigen uns. Geh mal sterben, Junge. Oh, da hat jemand einen Volltreffer bei mir gelandet. Umgehend Heilung. Danke. Oh. Ey, der Raketenwerfer Johnny hat mich schon wieder erwischt. Wo müssen wir überhaupt lang hier? Geht's hier weiter? Gibt's hier was Verstecktes? Sofort den Kollegen da heilen, das habe ich nicht mitgekriegt. Brennt mal ein bisschen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den auch nicht. Hinten? Verdammt, ey.
Brauch Heilung. Okay, jetzt war es Nachladen doch nicht schnell genug. Keine Zeit für dich. So, jetzt raus hier. Jetzt muss es doch gewesen sein hier. Flanks and rear zones have been secured. You are safe to proceed to the Caliban's will. Oh, einmal wieder quer rüber. Scheiße. Doc, du musst dich auch heilen. Oh ne, scheiße. It is done. Schnell weiter. Oh, wir sind hier schon durchgebrochen. Hier was Besonderes. Einfach durchgebrannt. Was ist da hinten? Hm, wird nicht kürzer, der Weg. Aber da waren wir noch nicht. Wir gehen da mal durch, wir sind hier so durch. Okay. Was ist das? Weiter, 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 weiter. Hey, er macht die Tür einfach auf. Okay, bewegen wir uns ein bisschen schneller. Gut, ihr habt ihn. Gibt's was? Noch ein Relikt, einen Reliktbeutel gefunden. Blödsache. Hier kommen wir nicht weiter. Ihr seid alle noch so bei Tippitoppi. Ja, ich sehe gerade, die Folge geht länger als erwartet. Es tut mir leid. Die andere war einfach kürzer, weil ich dachte, dass die Mission jetzt schon zu Ende. Kommt mal durch hier. Nehmt es mir bitte nicht übel, ich versuche die ein bisschen kürzer zu halten. Aber ich dachte wirklich, die letzte Folge wäre halt dann schon zu Ende. Also die Folgen werden hier wahrscheinlich... Also wenn so 45 Minuten locker gehen, wenn 45 Minuten euch zu lang sind, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann versuche ich die zu kürzen. Oh, mir fällt gerade ein, ich drehe das ja eigentlich alles hintereinander weg. Dann wird es nichts mehr mit Bescheid geben. Da müssen wir gar nicht durch. Nee, mein Gedanke hier ist jetzt eigentlich, das Spiel ist ja quasi schon draußen. Und ich habe da ja keinen Stress, einer mit der ersten zu sein zu müssen. Darum nehme ich erstmal alle Folgen hiervon auf und bringe sie dann halt nach und nach raus. Das macht es für mich einfach einfacher, habe ich hiermit keinen Zeitdruck. Ich werde gerade im Januar wieder viel zu zocken haben. Ah, wir haben alles zugemacht, glaube ich. Ne? Ja, ich werde im Januar. Ja, es ist wahrscheinlich schon Januar, wenn ihr das jetzt seht. Neue Arbeit, neue Arbeitsstelle. Ja, und dann hat man viel zu tun, neue Spiele, ganz viele neue Spiele. Und wir sind gleich da. Oh, hier kommen wir gar nicht durch. Scheiße. Wir müssen hier einmal außen rum. Ah, ihr Schweine. Was ist das denn? Alter!
Was war denn das Klopfen gerade? Aber hier ist nichts Geheimes, oder? Gut, dann gehen wir weiter. Und schließen. Kommt hier. Nur mal kurz gucken. Eigentlich gleich wie die nächste rechts. Ja, ihr macht's schon richtig. Weiter. Da waren wir letztes Mal unten, jetzt sind wir oben. Schnell durch da. Ist alles Leichen? Jetzt einen Arm verloren. Alter. Wer ist das? Ich muss nachladen. Das ist die, das Gebiet, wo wir lang müssen. Kann ich die scannen? Hacken? Krass. Ich will das Geschütz aktivieren. Ist mir egal, ob das jetzt zu uns gehört oder nicht. Es wird auf alles schießen, was so viele Feinde wieder sind. Okay, wir haben es aktiviert. Wir sind alles Leichensäcke oder so, ne? Schnell weiter. Alter, hat mich fast noch gekillt. Hangar betreten. Und nun? Warning, missile launcher. Ja, warte mal. Gibt's hier eine höhere Ebene? Bitte auch alle näher ran. Ah, jetzt haben wir es. Also, okay. Ja. Plasmakanone. Ja, Katze. Wir sind jetzt fertig. 4 Eiferpunkte bekommen. Haben auch, glaube ich, 4 Relikte gefunden. Ne? Das war jetzt echt gut. Puh.
Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Break. War echt anstrengend. Ich mach's kurz und schmerzlos. Abonnieren und liken und kommentieren nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.